Ich hatte ja gestern die Projekte vorgestellt, die jetzt so neue Ergebnisse erzielt haben bei Podlove und so die ganze Release-Welle, die uns jetzt bevorsteht. Ist ja nicht so, dass das schon alles wäre. Wir rollen auch eine ganze Menge Ideen gerade und haben sozusagen nochmal so eine kleine Forschungsabteilung gegründet in Form von Lasse. Lasse, wink doch mal kurz. Da, Lasse, genau. Ja. Lass uns also eine ganze F&E-Abteilung. Genau, also wir haben ja irgendwie so diesen geheimen Schlachtplan, irgendwie so das mit dem Podcasting dann auch wirklich mal so richtig in unsere Kralle zu kriegen. Und ich hatte beim letzten Workshop mal diese Idee von der Podlove-Matrix vorgestellt. Da gab es ja dann auch noch diesen entsprechenden Talk auf der Republika, der insofern etwas gewagt war, als dass wir da wirklich eher so eine Idee formuliert haben. Umso mehr man dann darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, stellt man dann so fest, wie viel Unterbau für so etwas dann auch tatsächlich dann noch fehlt. Nichtsdestotrotz ist so das Ziel, so im Hinblick auf ein universelles Verzeichnis zu haben, nach wie vor aktiv. Dann haben wir aber ein bisschen drüber nachgedacht, wie man da am schnellsten hinmarschieren kann, und haben so ein kleines Zwischenziel formuliert, an dem halt jetzt gerade geforscht wird, so in Form von Code. Wir wollen nämlich einen Validator bauen. Also wer schon mal so Probleme mit seinem Feed hat, ist ja bestimmt irgendwann mal so auf feedvalidator.org gestoßen, hat dann seinen Podcast-Feed reingetan, sich gewundert, was da alles für komische Fehlermeldungen bei rauskommen. Es liegt daran, dass diese Software einfach vollkommen ungepflegt ist und irgendwie, also keiner sich wirklich drum kümmert, beziehungsweise grundsätzlich ja, they don't care about podcasts. So, das ist halt das Problem. Und deswegen sind wir gerade dabei, einen eigenen Feed-Validator zu bauen, speziell für Podcasts, der halt einerseits sich den Feed anschaut und mal guckt, was denn damit eigentlich ist, also ob es da irgendwelche offensichtlichen Fehler gibt. Das ist dann auch so das Ziel, das irgendwann mal in den Publisher einzubauen, weil derzeit benutzen wir dann noch Feed-Validator und dann kommen immer viele auf uns zu und sagen, oh, da gibt's aber Fehler, die halt eigentlich gar keine Fehler sind. Naja, sollte sich also irgendjemand auch nochmal berufen fühlen, so in der XML-Welt ein bisschen mitzustöbern, könnt ihr euch auch bei Lasse melden. Nichtsdestotrotz sind wir eben auch noch an solchen Sachen dran. Aber richtig zu präsentieren gibt es da jetzt noch nichts. Das machen wir dann vielleicht nächstes Jahr. So, und jetzt wollen wir eine Abschlussrunde der Workshops machen. Kurze Rückschau zu gestern machen. Ich würde jetzt einfach mal die Slot 1 aufrufen und mit Mike anfangen. Also kurz mal so ein bisschen Wasserstandsmeldung, was da so diskutiert wurde, was da vielleicht an interessanten Erkenntnissen oder neuen Fragestellungen kam. Das wäre ganz gut. Kommt doch einfach mal kurz nach vorne. Genau, dann bist du nämlich und, auf dem Video. Sagt mal was. Muss jetzt nicht so länglich sein, aber naja. Also zwei, drei Worte. Es ging ja ums Marketing für Podcasts, beziehungsweise wie kann ich meine Hörer-Community vergrößern. Und wir haben uns im Grunde ein bisschen ausgetauscht, was für Möglichkeiten es gibt, wie das ganze Thema mit Social Media und Netzwerken und so weiter da aussieht. Was kann man da machen? Was für Erfahrungen gibt es? Eine Sache war sehr interessant, und zwar Community Sharing haben wir darüber diskutiert. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Ingenieur-Podcast habe und es gibt noch jemand, der irgendwie einen naheliegenden Ingenieur-Podcast hat, das ist kein Wettbewerber, sondern das ist ein spannender Austausch. Da haben wir drüber geredet. Wir hatten auch die Frage, macht es Sinn, irgendwie Geld für Werbung auszugeben? Da war meine Antwort nein, sei denn, du willst damit noch mehr Geld verdienen, ansonsten würde ich es sein lassen. Das war so im Grunde das Ganze. Am Ende zählt die Community. Wir senden für die Community, und Weiterempfehlung, das ist zumindest meine Erfahrung, ist halt etwas, was wahnsinnig viel hilft und ein großer Hebel ist, um seine eigene Podcast-Community zu vergrößern. Gibt's ein Doku? Ich kümmere mich drum. Stupi. Er kümmert sich drum. Auch von Nick, Georg. Ja, wir haben ein bisschen gesprochen über was so ansteht und so Wünsche. Also einerseits über Multitrack, was es da für Anregungen gegeben hat und was da in Zukunft jetzt kommen wird. Dann ein großer Punkt war die Mobile App, wie es da weitergeht. Ja, das ist ein bisschen ein Sorgenkind im Moment. Dann war noch über Spracherkennung haben wir dann auch gesprochen. Da gibt es ein paar interessante Services, die man ziemlich einfach integrieren könnte. Die Frage ist, ob das wer braucht und vor allem, wie gut das funktioniert. Und es ist natürlich auch teuer, also diese Services kosten natürlich auch irgendwas. Ob sich das halt überhaupt auszahlt für Podcaster. Und das war es dann, glaube ich, auch schon.
Also wenn wer da noch Anregungen hat zu den Themen, kann er das mir gerne sagen. Danke. Dankeschön. Die Wissenschaftspodcaster. Henning ist nicht da. Martin, machst du das? Ja, der Henning. Henning Krause hatte da ein Bewegung, genau. Henning Krause ist vielleicht bekannt als derjenige, der den Raumzeit-Podcast und den Resonator-Podcast angeschoben hat. Der hatte gestern die Idee, dass man auch über Wissenschaftspodcasts nochmal in einer extra Runde redet. Anknüpfend an das, was im Oktober in Witten auch passiert ist, da haben sich ja auch schon ein paar Wissenschaftspodcaster hingesetzt und wir haben also so ein bisschen da nochmal Resümee gezogen, was war denn da eigentlich dabei rausgekommen. Im Wesentlichen nichts Konkretes, also man hat sich mal so ein bisschen ausgetauscht. Zwei Aspekte haben wir gestern mehr oder weniger vertieft. Da ging es einmal darum, die Sichtbarkeit zu erhöhen, also wie kann man bekannter werden, wie kann man vielleicht Publikum erschließen, was bisher diesem Medium noch nicht zugeneigt gewesen ist. Da haben sich im Wesentlichen so zwei Lager gebildet. Die einen sagten, wir müssen irgendeine, oder es wäre ganz sinnvoll, irgendeine Form von Zentrale zu bauen, wo Interessierte hingehen können und sich dann aus verschiedenen Quellen bedienen können. Und das andere Lager hat eher so in Richtung Single Purpose abgesprochen, um einen relativ einfachen und barrierefreien Zugang zu haben. Zwei Modelle, die sich eigentlich ausschließen, aber die man vielleicht noch kontrovers diskutieren kann. Und dann haben wir die dann da noch verbleibende Zeit darüber nachgedacht, wie man denn, wenn man ein Interview mit einem Forscher beispielsweise macht, wie man das gestalten kann. Da hat Tim, der dabei war, auch ein bisschen so aus seiner Praxis mit dem Raumzeit berichtet. Und wir haben erfahren, dass Tim dafür bezahlt wird, dass er sich nicht vorbereitet. Das war eine Erkenntnis. Danke. Vielen Dank. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung noch zu dieser Debatte mit den Single-Purpose-Apps. Ihr werdet es mitbekommen haben, ich bin da kein Freund von. Wir haben aber auch schon eine pfiffige Idee, wie wir diesen Subscribe-Button vielleicht dahingehend mal ausweiten, dass man quasi nicht nur mit einem Button einen Podcast abonnieren kann, sondern vielleicht auch gleich eine ganze Gruppe von Podcasts. Da müssen wir dann mal mit den Podcast-Client-Developern in Verbindung treten. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, die Podcast-Clients, die ihr benutzt, ja, schreibt mal die Leute an, schreibt mal diese Developer an, sagt denen irgendwie, hier erstens Podlove ist wichtig und ja, weil wir versuchen einfach gerade da ins Gespräch zu kommen, mit diesem Subscribe-Button klappt das gerade ganz gut, aber umso mehr Druck da auch jetzt von Hörern und anderen Podcastern kommt, umso besser, das verbessert da unsere Stellung an der Stelle. Dann würden wir jetzt, oder möchtest du noch, oder? Ja, wer will denn noch zusammenfassen? Machen wir weiter. Gut, dann sind wir jetzt bei Slot 2. Da ist die Barrierefreiheit. Martin sehe ich jetzt, glaube ich, nicht, der das eingereicht hatte. Juri, möchtest du? Das wäre schön. Ich habe schon gesehen, ihr habt fleißig Notizen zumindest gemacht. Also scheint das eine sehr intensiv produktive Sitzung gewesen zu sein. Also es war eine sehr gute Runde, fand ich. Wir haben Notizen gemacht, die ich mir nicht angucken konnte jetzt mehr. Also ich habe mich nicht vorbereitet, ich wurde leider auch nicht bezahlt dafür. Jetzt kann ich sagen, also wir haben uns vor allem um Transkripte, um Zugang für Gehörlose für Gehörlose und für Blinde angesehen. Und da sind Transkripte spielen eine große Rolle. Der interessanteste Feind war jetzt eigentlich, dass man mit YouTube schon ziemlich viel machen kann, wenn man es irgendwie, also man kann vor allem sich Transkripte beziehen, indem man das hochlädt und nachher sich das SRT runterzieht. Das geht wohl irgendwie. Wie, das müssen wir noch rausfinden. Also wer auch immer hier das weiß, wie das geht, bitte veröffentlichen. Also so, dass es YouTube nicht mitbekommt, aber wir alle. Ja, also ARIA-Annotationen, also vor allem müssen wir uns angucken, wie der Player mit Screenreadern funktioniert. Das tut er wohl noch nicht so gut. Natürlich ist Flash keine Option für Leute, die nur was vorgelesen bekommen. Und wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Wir werden das auch machen wollen. Vor allem, wenn wir hören, also ich bin besonders daran interessiert, mal sowas umzusetzen, wenn es endlich mal jemanden gibt, der das braucht, ja. Weil im Marketing spielt das ja sowieso keine Rolle. Ja? Die wollen ja alle nur Geld machen. Gut. Falls ich noch was vergessen habe, dann tut's mir leid. Ja, kam da noch was mit so,
sag schon, so Doppelvideo mit Gebärdensprachen, war das ein Thema? Ja, das war auch ein Thema, genau. Wir haben dann rausgefunden, dass, oder es wurde gesagt, dass wir diese im W3C-Standard vorgesehenen Multitrack-Features von MP4, dass die noch keine Browser-Unterstützung haben. Das heißt, wir müssten uns da noch was anderes überlegen. Aber es gibt ja eine Lösung dafür, und zwar einfach mehrere Dateien auszuliefern. Also auch da, wir sind dran. Gut. Dann der Alexander hat uns gestern schon verlassen von der Podcasting-Studie. Wer aus dieser Runde möchte vielleicht kurz nochmal? Keiner, okay. Ich bin leider etwas später zugekommen, aber da war dann, glaube ich, so der Konsens, dass wir solche Studien aus eigenem Interesse, also als Podcaster, weiterführen sollten, dass man vielleicht mit diesen Datensätzen, die hinten rauskommen, auf jeden Fall noch was machen könnte und sollte. Und auch, was Nele gestern vorgeschlagen hatte, dass man eben diese Umfrage einfach selber weiterführt, vielleicht auch verbessert, dass das eine gute Idee ist und sich da durchaus mal jemand drum kümmern sollte. Und es steht zur Aussicht, dass es nächstes Jahr eventuell eine Auswertung zu Corporate Podcasting gibt und Alexander, wenn er es schafft, das auszuwerten, selber nochmal vorstellt. Und fände ich eigentlich eine schöne Sache, also wie man eben Podcasts im Unternehmen platzieren kann, von Unternehmen platzieren kann und sonstiges. Genau, und wer Lust hat, vielleicht auch an so einem Polling-Subsystem zu arbeiten, was man vielleicht bei Podlove dann auch gleich noch mit integrieren könnte. Ja, das wäre jetzt auch, das, die Übergabe zu dir, weil du hattest auch Slot 2 zum Stand von Podlove und weiterem. Ja gut, da habe ich ja schon eine ganze Menge erzählt. Das war jetzt eigentlich eine sehr interaktive Fragerunde zum Thema Migration und so weiter. Da machen wir heute nochmal was zu Templates und zum Webplayer. Und sehr viel mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu berichten, als wir versucht haben, alle Fragen zu beantworten. Wurden sie auch beantwortet? Ich hoffe. Gut, dann kannst du an Sven weitergeben. Der hat nämlich dann vor dir. Der hat nämlich eine Session zu sprechen gemacht. Ich glaube, es war jetzt insgesamt die dritte, die du angeboten hattest. Ja, aber es war letztendlich eigentlich nur nochmal die Session von letztem Jahr, also die erste Session. Das heißt, es war eine Wiederholung für alle, die noch Interesse hatten. Das war ein ziemlicher Monolog und ich hoffe, ich habe einigen quasi die Freude am Sprechen ein bisschen beigebracht. Ich würde mich immer noch freuen, wenn jemand Kontakte hat, beim nächsten Workshop vielleicht mal jemanden zu haben, der das Ganze auch wirklich professionell betreibt, weil ich selber habe ja nur so eine ganz kleine, bei einem kleinen TV-Sender bekommene Sprecherausbildung oder Crashkurs erhalten. Und da wäre es wirklich mal interessant, vielleicht auch noch das nächste Mal jemanden zu haben, der da noch ein bisschen mehr beitragen kann, dass ich mich nicht Jahr für Jahr im Grunde in meinen Grundzügen wiederhole. Aber ansonsten, ja, alle haben es überlebt. Bis auf die, die heute nicht gekommen sind. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob da ein Zusammenhang besteht. Kurze Anmerkung noch dazu. Professionelle Sprecher wären zwar schön, es wäre natürlich noch schöner, wenn die aus der Community auch kommen würden und dann auch ihren Teil zum Podcasting beitragen oder dann eben auch mitnehmen können. Also es ist immer, finde ich jedenfalls, schöner, wenn wir nicht von außen sozusagen einkaufen müssen, sondern hier in dem Falle uns selber helfen. Das hatten wir nämlich schon mal zur Debatte. Genau, denn du weißt ja, Claudia, professionelles Sprechen ist der Schlüssel zum erfolgreichen Podcasting. Und wir schalten jetzt weiter zum nächsten Thema. Ja, und zur Werbung. Und zur Werbung. Genau, wir haben hier Hörer einbinden. Das Erstkontakt war es noch nicht, Hörer einbinden, ja, nein. Und Feedback erhöhen. Die beiden Herren, die sich das geteilt hatten, einer davon zumindest wäre schön, es kommen sogar beide noch besser. Wir haben, glaube ich, sogar zwei Mikros. Genau, erhöht doch mal das Feedback. Also nicht das mit den Boxen und dem Audio, das hatte ich nicht gemeint. Das wissen alle, wie man das macht. Ja, also ich habe ein bisschen über Feedback erzählt. Interessant ist, wir haben zwei Arten von Feedback, das nach dem Leute suchen, identifiziert. Das eine ist tatsächlich einfach nur das Feedback, ich werde gehört, die Leute haben es aufmerksam gehört, wo wir dann so ein bisschen drüber diskutiert haben, ob man das mit einem Button oder mit einem Sternesystem oder das Beste ist natürlich, wenn sie flattern, das ist immer ein Zeichen, dass es gut gefunden ist, bearbeitet wird. Das andere ist das Feedback, was hat mir besonders gefallen? Was sollte ich vielleicht anders machen in meinem Podcast? Wie kann ich den Podcast mit den Hörern besser gestalten? Und ich habe davon mitgenommen, wir sollten uns als Podcaster gegenseitig besser zuhören und einmal die Woche jemand Positives und Negatives oder kritisches, konstruktives Feedback geben. Und das so
einmal die Woche jeder von uns, dann werden alle Podcasts ganz schön viel besser werden. Ja, also viel kann ich nicht dazu hinzufügen. Das Einzige, was halt war, was wir halt gemerkt haben, dass es muss ganz simpel sein. Also Sterne ist schon manchmal zu viel, wenn man einfach nur ja, nein oder... Also um ein Feedback zu bekommen, muss es für den Nutzer simpel sein, weil ja retweetet wird ja und ein Stern gegeben bei Twitter auch, aber wenn es mehr ist, wird es schon kompliziert. Und man bekommt halt geschriebenes Feedback eher schriftlich und ja, alles andere sind halt die positiven Sachen, sind halt nur Sterne oder Retweet. Ja, darauf müsste man achten. Sternchen funktionieren nicht. Oder das hat YouTube Vorlagen schon sehr früh begriffen. Vorlagen für Erster und Plus Eins. Ja, next. Ja, der dicke Dieter, wir erwarten Stand-Up-Comedy. Ja, wir haben im Wesentlichen eine Dreiviertelstunde Tittenwitze gemacht. Nee, wir haben uns mal so unterhalten darüber, was es denn irgendwie so gibt, so an lustigen Sachen im Podcast-Audio-Dings. Und ja, haben da so zwei Sachen rausarbeiten können, was irgendwie auch so halbwegs auf der Hand liegt. Einmal so die Leute, die untereinander ganz gut funktionieren und irgendwie so eine ansprechend unterhaltsame, lustige Dynamik haben. Und auf der anderen Seite, die sich tatsächlich irgendwie Gedanken machen und versuchen, irgendwie was halbgeskriptetes oder so lustig aufzunehmen und dann zu veröffentlichen. Dann dann haben wir noch darüber diskutiert, wie man sozusagen sowas forcieren könnte. Da gab es ein paar interessante Ideen, natürlich irgendwie von der vollgeskripteten Radioshow, die natürlich Aufwand ohne Ende bedeutet, aber wahrscheinlich die höchste Qualität aufweisen würde. Bis zu was? Danke. Bis zu Faden verloren. Egal. Ach nee, dann kam von Martin Delius ein super Einwurf. Wie hat er es noch genannt? Geplante Überforderung. Geplante Überforderung, genau. Dass man einfach so ganz gut lustige und völlig strullige Situationen erzeugen kann, indem man sich selber und auch andere Mitpodcaster in irgendwelche Situationen bringt, aus denen sie sich erstmal rauslavieren und rauslümmeln müssen. Was an sich ganz witzig ist und was, glaube ich, auch als Audio super funktionieren könnte. Dann ist uns aber auch irgendwie aufgefallen, wir kennen gar nicht so wie ich so die ganzen Sachen, die es da draußen gibt und haben deshalb ich habe gestern einen Google Doc eröffnet und habe es jetzt tatsächlich auch nach zwei, dreimal probieren geschafft, dass jeder das bearbeiten kann und habe es gestern auch schon über die Liste geschickt und verlinkt und da sammeln wir wirklich witzige Podcasts, da darf sich jeder eintragen, da werden wir ganz dankbar für und dann können wir uns mal einen Überblick verschaffen, was es schon gibt und vielleicht haben da ja auch andere Leute tolle Ideen gehabt oder so. Danke, ich empfehle Cerealien. Das hat heute Morgen bei uns. Kommt noch ein Witz? Los, schnell. Nee. Das mit der geplanten Überforderung funktioniert super. Ja, ja. Ja, man merkt, Deutschland ist wirklich die Speerspitze im Comedy-Bereich. Ja. Das kommt davon, wenn man das Juristen überlässt. So, die Frauen-Selbsthilfegruppe bitte. Kada, ich glaube, ihr habt auch einige konkrete Action-Items dann erarbeitet und... Genau. Ich glaube, es war ein sehr gutes Gespräch. Alle, die dabei waren, haben hinterher gesagt, super, dass wir das gemacht haben. Wir haben festgestellt, es ist ein Thema und es ist irgendwie wichtig, dass wir darüber reden. Hatten dann auch schon so ein paar konkrete, also einmal Problemfelder, die typisch sind für Frauen. Das eine ist irgendwie Selbstbewusstsein und Selbstkritik und Perfektionismus, wo ganz viele oft das Gefühl haben, ich habe mich hier gerade aufgenommen, höre hinterher meine Stimme und möchte es am liebsten wieder löschen. Das andere war, was erwarten wir von euch. Da gab es eben die konkrete Bitte, ladet Frauen in eure Podcasts ein, denkt drüber nach, bei welchem Thema würde das passen, wer könnte da mitmachen. Es gab großes Lob für Kasper, der alle Frauen in Berlin einfach mal einlädt in seine Podcasts, also nehmt euch ein Beispiel an ihm. Und gebt auch Feedback, wenn ihr einen tollen Podcast gehört habt und da ist eine Frau dabei. Das ist immer sehr wichtig, einfach zu hören, das, was du da machst, ist wirklich cool und es gefällt mir. Oder auch das ist cool und gefällt mir, du könntest noch das und das machen, damit es noch cooler wird. Also das ist einfach so, ja, Feedback halt auch für Frauen. Und wir haben festgestellt, wir müssen uns halt irgendwie vernetzen. Also das ist einfach das Wichtigste und da
gucken wir jetzt mal, wer sich dafür die Zeit nimmt und das mal ein bisschen auf die Beine stellt, infrastrukturell. Genau. Dankeschön. Kaspar, deine sensitive Gesprächsführung wurde sehr gelobt. Und wo wir dabei sind, Christian, Interviews. Dankeschön. Ich kann relativ wenig dazu sagen, weil es wirklich ein reines Vortragsformat war, außer der Tatsache, dass ich das Dokument oder die PowerPoints, nee, Keynotes, die ich gestern gehalten habe, natürlich zur Verfügung stelle. Ich würde das einfach in das Dokument mit unten reinmachen und darauf verlinken. Aber das Feedback, denke ich, sollte besser von jemandem kommen, der dabei gewesen ist. Du warst gestern zum Beispiel anwesend, richtig? Nein. Ah, das ist natürlich jetzt hier geschickt. Eine gezielte Überforderung, das wird wahrscheinlich nicht lustig. Also was er gerade sagte, er hat also quasi einen monologischen Vortrag gehalten, der sich nach meinem Gefühl eher so ein bisschen an Radioprofis orientiert hat. Also wie führt man ein Interview oder was sind die tatsächlich wichtigen Punkte für ein Interview? Das war am Anfang monologisch und hat sich erst im Nachhinein so ein bisschen auf die Gruppe sozusagen aufgeweitet. Da ich mich mit Interviews schon vorher beschäftigt habe, habe ich nicht so ganz viel Neues mitbekommen, aber wir haben ein paar konkrete Fragen dann geklärt, sodass ich tatsächlich auch zum Beispiel den Begriff der Balkonfrage, mit dem ich früher Schwierigkeiten hatte, habe ich jetzt nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei verschiedene Definitionen bekommen. Das ist natürlich auch schon mal was. Danke. Dankeschön euch beiden. Dann haben wir tatsächlich gestern mal was gehabt, was ich mir ja immer wünsche, nämlich so einen Inkubator oder so einen Pitch für eine neue Podcast-Idee, Ayuwo. Du hast den damals TM-Podcast tatsächlich gestern erfolgreich geboren, sozusagen mit einer -1-Folge. Nullnummer war gestern, ja? Ja, genau. Nullnummer haben wir uns noch nicht getraut. Also es gab eine Live-Dokumentation, übrigens mit der Auphonic Android-App, hat ganz gut funktioniert, danke Georg. Die habe ich heute Morgen erstmal wieder runtergenommen, weil es war doch ein bisschen arg. Es war ein sehr kreativer Workshop, wo oft mindestens drei Leute gleichzeitig von etwa 6 bis 8 Anwesenden gesprochen haben. Aber die Menge der Ideen ist fantastisch. Ich werde ihn nochmal auswerten und ich werde eine sozusagen benutzbare Version die nächsten Tage über die Mailingliste, die wohl noch ein paar Tage geht, mal verteilen. Dropbox. Vielleicht auch noch ein paar Jahre. Mal ja, schon. Wunderbar. Okay, ansonsten twittert mich an. Also wenn jemand das Original will, also auch wenn es keine Zensur, wer das gerne möchte, immer herzlich gerne. Es war mir was für die Soziologen unter euch. Also der damals TM-Podcast startet und zwar angedockt an Luis und Steffen vom vor100.de Podcast. Schön so mit Linux und einfach, wie mir das auch gefällt. Und wir machen erstmal ein paar Folgen, fangen damit immer Anfang Januar an. Vor dem 20. Dezember haben wir sowieso keine Zeit, haben wir festgestellt. Und meine Aufgabe ist es, weiter Leute zu suchen, die alte Technik, die irgendwann zwischen 1900 und 1990 mal aktiv und kulturbestimmend war, in irgendeiner Form interessant finden oder darüber was erzählen können oder Artefakte haben oder Bilder haben oder alte Filme oder sonst irgend so etwas. Und vielleicht sogar aus der Ferne über Skype, Mammel oder sonst was oder aber auch tatsächlich vor Ort in Berlin. Es wird übrigens eine Berlin-Düsseldorfer Kooperation geografisch, das mal beitragen wollen und auf diese Weise zur Kulturbereicherung auch etwas tun wollen. Ja, also voller Erfolg, tolle Sache. Da sieht man, wozu diese Treffen alles gut sind. Also wie gesagt, die nächsten Tage ist auch was auf der Mailinglist. Ansonsten @ayuwo oder ayuwo.de poste ich dann nochmal den Link, wo dann nochmal beschrieben wird, worum geht's und was für Ideen hatten wir und was kann man damit alles machen. Vielen Dank. Ich wollte jetzt schon laut schreien, Skandal, die publizieren es auch im Podcast. Du hast noch nicht mal 7 Tage gewartet. Gut, dann hättet ihr jetzt schon die Tafel reintragen können. Das habt ihr nicht getan, deswegen müsst ihr es jetzt tun, weil wir machen jetzt mit der Barcamp-Planung für heute Nachmittag weiter. Wir haben diesmal die Zeiten, glaube ich, einigermaßen synchronisiert. Wenn nicht, gucken wir gleich nochmal. Essen gibt's auch gleich, je nachdem, wie schnell ihr seid. Ich würde auch schon mal diejenigen bitten, die gestern nicht zum Zuge gekommen sind und ihre Schildchen schon irgendwie haben, nach vorne zu kommen, damit die schon mal sich hier vorne in den ersten Reihen platzieren.
Und Mike erklärt dann, glaube ich, noch, willst du das hier haben? Achso, wäre vielleicht einfach. Können auch tauschen. Ja. Weil ich das immer so schwer aus meinen Haaren wieder rauskriege, muss ich gestehen. Kann ich nachvollziehen. So, nicht drauf, ja. Alles, ich bin vorbereitet. Ich reich's in deine Hände zur Verwaltung. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Barcamp-Session-Show. Wieder einmal mit zahlreichen Teilnehmern. Ich freue mich reichlich, dass ihr dabei seid. Das gleiche Spiel wie gestern. Im Grunde, wir werden heute die Barcamp-Planung machen. Das bedeutet, ihr habt wieder die Chance, auf diese magisch-physikalisch funktionierenden Zettel eure Themen draufzuschreiben und euch hier einen dieser Slots zu besorgen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, diese Zettel funktionieren am besten, wenn man nur einen einzigen davon abreißt. Wenn du zwei oder mehr abreißt, dann hast du vermutlich ein Problem, dass er runterfällt. Also kommt nach vorne, nutzt die Möglichkeit, wie gestern, euch hier in eine Reihe einzureihen und eure Themen kurz vorzuschlagen. Bitte keine epischen Monologe, sondern ganz kurz, worum geht's, was wollt ihr da machen? Und dann sucht ihr euch einfach einen Slot. Wer mehrere Themen hat, den rufe ich auf, sich nach dem Aufhängen des ersten Themas wieder hinten in die Reihe anzuschließen. Und ich wäre euch unglaublich verbunden, wenn ich diese Stifte heute nachher irgendwann wieder finde bei mir. Gut, also, los geht's. Wer mag, darf sich hier vorne hinstellen. Der Branko, wo ist er? Ist der Branko hier? Da, dem Branko gebe ich ganz kurz einmal den Vortritt, weil er eigentlich gestern eine Session eingereicht hat. Da haben wir eine Sonderbehandlung uns überlegt. Die haben wir getauscht, weil der, wie hieß er mit den Statistiken? Alexander. Der Alexander weg musste. Also heute nicht mehr da ist und nur gestern es machen konnte. Jetzt ist es so, dass ich mit der Podstock-Session ein bisschen vorrücken muss, weil ich nämlich auch gegen 15:15 hier den Raum verlassen muss, weil ich noch weiter reise heute. Deswegen war der Vorschlag jetzt, ich bin mit Nele und Katrin verabredet zum Mittagessen sowieso, um ein bisschen über Podstock zu sprechen. Und wir werden uns in den, genau, du klebst das da schon an, in Community, das ist da, wo wir auch gestern ein bisschen Mittag auch hatten, auf eine Ecke setzen und wer mag, kann mit dazukommen. Es sind ja noch einige Podstock-Teilnehmer von 2014 hier, wenn ihr mit dabei sein wollt. Heute wird es darum gehen, A, Feedback einzusammeln, aber B, auch nach vorne zu gucken. Genau, dankeschön. Kurz und knackig, Branko. Danke. Andreas. Ja, hallo. Also Roland von Machtdose Podcast und ich, Andreas von Klangboot, würden gerne wissen, ob hier noch Musik-Podcaster gibt. Einfach um sich zusammenzuschließen vielleicht und dann vielleicht auch etwas auszuarbeiten, was wir bräuchten als Musikpodcaster und das weiter an Podpublisher weiterzureichen. Okay. Gibt es hier Musikpodcaster? Hand hoch. Einer noch? Einer. Zwei. Da sind ja schon vier. Ja. So gut. Wollt ihr euch einen Raum nehmen oder wollt ihr euch einfach hier gleich treffen? Wir können es auch hier machen. Okay, dann. Alles klar. Ja, wie ihr möchtet. Okay, alles klar, machen wir es so. Dann. Der Tim ist hier, ne? Eins aufhängen, dann hinten in die Reihe anstellen, Tim. Ich stand hier als Erster. Ja. Oder muss ich jetzt nach hinten gehen? Nein, nein, du darfst jetzt eins aufhängen. Ja, es sind die beiden Sachen, die ich ja gestern schon angekündigt hatte. Also einerseits die verlängerte Setup-Session von gestern zum Thema Templates. Da gab es große Nachfrage. Und dann soll es nochmal eine kleinere oder vielleicht potenziell kleinere Runde geben zum Thema Webplayer. Also da geht es um den neuen Webplayer, also jeder, der sich da technisch einbringen will oder Anforderungen hat oder Wünsche, wie das zu funktionieren hat oder was er so können soll, also alles könnt ihr da mit einbringen. Eine Session mit den beiden Themen, oder? Nee, eine Session ist Templates und das andere ist... Okay, also dann häng eine auf und wär so lieb und reih dich hinten ein, damit wir die anderen auch eine Chance haben. Du darfst schreiben, selbstverständlich, Ralf. Gerne doch.
Ich habe es jetzt nicht verstanden. Mache ich irgendwas falsch? Nein, alles gut. Alles gut. Wenn wir noch Platz haben, kannst du hier noch einen Slot nehmen. Alles super. Ich brauche jetzt noch eins. Okay. Kannst du mir das... Mikro mal vor den Mund halten. Oder jetzt ich mache mal das Mikrofon. Gut, Erweiterung meines Vortrags von heute Morgen, Ultraschall, Status Quo, vor allem Feature-Requests von eurer Seite aus, Probleme, was wir strategisch anders machen sollten, wie wir die Community irgendwie wieder ein bisschen besser vernetzt bekommen. Alle sowas. Jetzt muss ich gucken, wo du das hinhängst. Okay. Hier auf dem Zettel steht Atmos oder Atmosphären, Beiträge, Aufzeichnungen mit Geräuschen, wie kann ich Atmos aufnehmen, wie kann ich Podcast mit Atmos machen. Der Sven und ich würden ganz gerne ein bisschen was vorspielen, ein bisschen was zeigen. Es gibt einen riesigen Koffer voller toller Technik und eben auch tolle Beispiele, die entstanden sind in letzter Zeit. Bleibt mal Hand hoch, wer Interesse hat, sich das mal anzuhören. Sehr schön, das reicht doch. Wir wollen den Raum mit Audio, das ist der Alphabet, ich packe das gleich mal hier hin. Da kann man sich also auch wirklich auf Boxen was anhören. Ja, das war's schon. Ja. Guten Tag, Katrin vom Conscience Podcast. Ich würde gerne eine kleine Session machen zu Auswertung von Flatter-Daten. Keine Angst, es wird keine Fortsetzung der Neid- oder Gelddebatte gestern, sondern streng wissenschaftlich werde ich euch helfen, ein Skript aufzusetzen, um eure Flatter-Daten auszuwerten. Nochmal der Versuch von gestern, First Contact. Ich möchte Fragen stellen, also keine Antworten bieten, sondern miteinander diskutieren. Was macht denn eigentlich ein Podcast im Browser aus? Also wie sollte eine Webseite aussehen, die ein Podcast featured? Wir müssen dieses 2012-Theme überwinden, miteinander sprechen. Was wollen wir denn eigentlich machen, um dann darauf dann die schönen Templates zu nutzen, um das umzusetzen? Also eher eine inhaltliche statt eine technische Session. Ja, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Feedback-Runde beim letzten Workshop unten in der Seabase, wo ich so mit, ich glaube, 13 Leuten mich hingesetzt habe und mein Aufnahmegerät rumgereicht habe und ihr so ein paar Minuten erzählt hat, wie er den Workshop so fand. Das würde ich jetzt dieses Mal gerne wiederholen, vor allem mit den ganzen Neulingen, die wir diesmal dabei haben. Vielleicht auch ein oder zwei Leute, die seit dem ersten Mal dabei sind, die dann so ein bisschen vergleichen können und ja, irgendwann heute Abend dann in Synkope ist der Kleine, ne? Ja, da irgendwie wieder versammeln und mit 10 bis 15 Leuten was aufnehmen. Und dann, ach so, heute Abend. Genau. Ja, super. Cool. Findet man dann unter Es spricht. Das war cool. Haben wir das letzte Mal auch gemacht. Und da findet man auch die Folge vom letzten Mal, auch die mit dem Orga-Team. Und ja, würde ich sehr gerne wieder wiederholen. Mhm. Alles klar, danke dir. Andreas. Hallo, ich wollte einmal wahrscheinlich um 15.30 Uhr hier in diesem Raum kurz mal technisch erklären, wie das Videosetup da hinten funktioniert, weil mich so viele Leute gefragt haben und ich nicht alles 3000 Mal erklären wollte. Ja, einfach hier treffen und dann gehen wir da einmal komplett durch. Danke dir, cool. Tobi. Hallo. Wir sind eben ein paar Mal angesprochen worden auf den Verein, den wir gründen wollen für Podseed. Ob man da nicht auch noch mehr mitmachen könnte und Fördergelder einsammeln und Meetups finanzieren und sonst wie was. Ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch, aber vielleicht mal Frage, ist Interesse an einer Session dazu, machen wir den Verein größer als Podseed oder nicht? Wer würde da gute Argumente mitbringen oder hätte überhaupt Interesse daran? Niemand? Dann brauchen wir diese Session auch nicht zu machen. Da waren Bitte deutliche Handzeichen. 2, dann machen wir das. 3, 4. Das ist doch kein Verein. Nee, wir brauchen 7, um einen Verein zu machen. Sollen wir das beim Mittagessen machen? Dann benehmen wir hier keinen Slot weg. Gut? Okay, alles klar. Danke. Claudia. Wie im Google Doc angekündigt, möchte ich eigentlich so die nächsten Workshops hinüber immer so ein bisschen das journalistische Grundlagenwissen, wo ich doch immer jetzt die Inhalte anprangere hier, in der Podcast-Community etwas verankern, um quasi verteilt über die Jahre Baukästen, was auch immer, Wissen, Know-how zu vermitteln und zu sammeln, wie man eben sich seine schönen Formate zusammenbaut. Und ich würde gerne dieses Mal anfangen mit journalistischen Darstellungsformen, also einem kleinen 101. Was gibt es da? Was kann man sich ausleihen vielleicht aus schon erprobten Konzepten und wie kann man daraus vielleicht auch Podcasts entwickeln? Mal kurz gefragt, wer hat denn daran Interesse überhaupt, der jetzt da ist? Oh doch. Groß.
wollte ich jetzt gar nicht, aber okay, dann gehe ich dann. Oder doch. Mittelgroß. Eigentlich würde ich ganz gerne hier so hingehen. Dann geh da hin. Das passt schon. Wir bauen das dann alles auf Flipcharts. Cornelius. Ich habe noch einen. Ich habe mal so gedacht, eigentlich würde ich gerne mal mit Leuten quatschen, wie sie eigentlich produzieren. Weil viele nutzen jetzt auch Auphonic und andere Geschichten. Aber im Prinzip, wie mache ich denn eine schöne Aufnahme? Wie mache ich Limiter, Kompressor? Einfach mal ganz grob. Und wie mache ich das in verschiedenen Softwareprogrammen? Weil es gibt da doch verschiedene Geschichten. Einfach mal so ein bisschen sich selbst Best Practice zeigen. Das finde ich mal ganz cool. Da würde ich ganz gerne einen kleineren Workshop machen. Wie war das jetzt? Haben wir in einem anderen Raum als Alphabet auch einen Beamer? In Alphabet und Syncope haben Beamer. Dann würde ich das doch einfach hier hinhängen. Und dann mal so ein bisschen mal zeigen, wie die Workflows so sind, Tipps und Tricks, ganz offen. Genau. Nicht cool? Ja klar, also jeder kann zeigen, was er nutzt und was er daran mag und daran toll findet. Es soll nicht auf eine bestimmte Software beschränkt sein, gar nicht. Haben sich da welche gemeldet? Ach so, haben sich welche gemeldet? Einer nur, zwei, nur reicht. Ich habe nämlich etwas Ähnliches. Ja. Bei mir ist nämlich so, ich komme auch von Hindenburg. Ja, ich verwende auch gerne Hindenburg und habe aber jetzt für die Aufnahme Reaper, gefällt mir auch ganz gut. Und da suche ich jemanden, der zum Beispiel auch so Einstellungen dann, wie du zeigen wirst, dann in Reaper auch mal darstellen kann. Ist da jemand unter der Schnittmenge, die sich gemeldet haben, die auch mit Reaper arbeiten? Ja, kannst du? Ah ja, okay. Gut, dann setze ich mich bei dir mit rein. Ja, genau. Mal kurz fragen, ob ich die Atmos umhängen darf, weil ich würde ganz gern auch dahin gehen, dass sich das nicht überschneidet. Ist das irgendwie okay? Noch? Ja, ne? Dann packen wir das dahin. Wenn und du wolltest dazu, ne? Der Zettel von dir? Gibt wenn noch die was? Atmos da gar nichts gegen. Musst du nicht zerreißen, kannst du da zuhängen. So. Dann machen wir das Atmos. Oder? Ne, hier dazu, ne? Da. Zur Produktion, oder? Ja, ja. Okay, gut, dann haben wir das. Ja, hallo, ich habe gestern schon mal kurz sensible Themen empfindliche Gesprächspartner. Also konkret bin ich mal ganz naiv und blond auf ein Thema Tierkörperbeseitigung angesprungen, habe einen Geschäftsführer einer entsprechenden Firma angerufen und stand auf einmal mitten im Feuer. Der ist nämlich von professionellen Journalisten total aufs Glatteis geführt worden und war überhaupt nicht mehr bereit, mit irgendjemandem Aufnahmen zu machen. Und nach einer halben Stunde Gespräch war er zumindest bereit, sich mal mit dem Medium Podcast zu beschäftigen. Und ich glaube, dass Podcasting an sich genau in diesen Bereichen wirklich punkten kann, weil man eben die Dinge in den Zusammenhängen lässt und ja so darstellt, dass auch der Gesprächspartner sich damit am Ende wohlfühlt. Und um das wieder gut zu machen, diesen Boden zu besetzen, braucht es, glaube ich, ein paar empathische Vorgehensweisen und Gesprächstechniken und da würde ich ganz gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Wer möchte? Ja, Kaffee trinken wir zusammen, oder? Prima. Okay. So, guten Tag. Mich würde das Thema Techniktausch interessieren. Irgendwie Setup, jeder hat irgendwann mal vielleicht zwei Tim Pritlove Gedächtnismikrofon-Headsets gekauft. Möchte jetzt aber mal mit drei Menschen aufnehmen. Da wird kein drittes Headset gekauft, sondern man ruft irgendwie jemanden an oder schaut auf Twitter, kannst du mir das borgen oder wie auch immer. Ob man das irgendwie besser machen kann irgendwie. Ich weiß nicht, ob man eine Webseite baut oder irgendwie irgendwelche Gruppen in sozialen Netzwerken, ob man noch Third-Level-Trust macht. Du kennst den, deswegen vertraue ich auch dem und du kannst da das Headset borgen. Also einfach mal so eine Ideensammlung von Menschen, die Interesse hätten, sich Technik im Podcast-Bereich auszuborgen und die auch eventuell bereit wären, zum Beispiel ein Headset für einen Tag zu verborgen. Ja? Gäbe es da Interesse überhaupt? Ja, nicht ganz so wenig. Gut, danke. Such dir was aus, wie du magst, wie du glaubst. Ja? Nee, ich würde ins Mikro gerne nochmal fragen. Achso. Also, es gibt... Der mittlere ist hier von Communities, da unten, das ist der große.
Eine Frage mal, ich vermisse ein Thema, was wir irgendwann in der Themensammlung hatten und auf was ich mich sehr gefreut habe. Ich finde es jetzt aber auch online nicht mehr. Kann sein, dass es da raus ist. Und zwar Jingle-Produktion und Musikproduktion für Podcasts. Ja, also wie kommen wir eigentlich an unsere Einspieler ran? Was ist da eine gute Strategie? Irgendwie gemeinfreie Musik irgendwie aufgraben, umschneiden, selber was mit GarageBand produzieren. Da würde ich total gerne zu hin. Wer hatte das vorgeschlagen? Warum ist es nicht mehr da und was können wir dagegen tun? Ja, ich renne mal zu dir hin und dann kannst du dich rechtfertigen. Moment. Also vorgeschlagen hatte ich es nicht, aber das ist natürlich dadurch, dass ich diesen Musikpodcast mache, kann ich zumindest dazu was erzählen, wie man die Musik besorgen kann, was es da für Quellen gibt und ähnliches und was man bedenken muss, wenn man Musik einsetzen will. Das wäre auf jeden Fall was, wozu ich was sagen könnte. Zu den Jingles selbst leider nicht. Ja. Ach, ihr habt jetzt noch gar nichts vorgeschlagen. Nee. Ja, das sollten wir aber machen. Genau, also wir hatten ja jetzt, ich bin ja mit Andreas zusammen bei dieser Musikpodcaster-Geschichte zusammen gewesen, deswegen stand ich mit ihm da vorne. Das wäre natürlich ein Aspekt, den ich jetzt auch für die Nicht-Musikpodcaster inkludieren könnte, sozusagen. Ja, dann macht doch hier irgendwo einen Slot. Genau, nennen wir ihn einfach Musik und Podcasts. Ja? Hier, das ist doch der Zettel, oder? Das ist doch euer Zettel hier, ne? Wir erweitern das einfach, genau. Ja. Dann setze ihn doch einfach. Dann setze ich mal den hier unten hin. Passt das von euch, für die Uhrzeit noch von euch? Ja, absolut. Also bei mir passt es, Andreas. Gerne 17. Ja, geh ruhig. Wenn das völlig okay. Völlig okay. Ich glaube, lieber da, lieber das ist später. Also ja, passt. Gut, ja. Alles klar. Super. Gut. Gut. Ich hatte noch ein Thema mitgebracht, das habe ich ganz bewusst bis zum Schluss zurückgehalten. Also wer mag, ich tausche mich gerne aus, wie ich mit meiner Leidenschaft dem Podcasten meinen Lebensunterhalt mittlerweile bestreite und eine insgesamt fünfköpfige Familie, 3 Kids, da finanziere. Also wer mag, ich bin hier erreichbar. Mich hatten auch schon zwischenzeitlich gestern und heute ein paar Leute drauf angesprochen. Ich wollte dafür jetzt nicht extra einen Slot wegnehmen, weil ich nicht weiß, wie groß das Interesse ist. Kommt auf mich zu, wir können es dazu gerne austauschen. Ich kann euch da Tipps und Tricks weitergeben. Okay? Gut, dann, wo ist die Orga? Ich bin soweit durch. Du Orga, ich durch. Gut, dann ist jetzt erstmal große Pause. Ich glaube, so die Essensvorbereitungen gehen gerade ins Finale. Das heißt, ihr könnt da auch gleich was bekommen. Ich sage nochmal kurz, was jetzt ansteht. Erster Slot im großen Raum, Webplayer. Also alle Leute, die zum Webplayer irgendeinen Bezug haben, was der können sollte, etc. Nicht nur jetzt Technik programmieren, sondern auch benutzen, Anzeigen, Metadaten, alles, bitte kommt hier rein. Ultraschall im Communities-Raum von Ralf, also quasi die Vertiefung des Vortrags, und David hier im kleinen Raum First Contact, der Podcast im Browser, wobei das ja irgendwie auch schon fast, also es ging ja mehr um Theming, ne, an der Stelle, genau. Weiß nicht, wenn ihr der Meinung seid, das kollidiert jetzt mit der Webplayer-Geschichte zu sehr, wird man vielleicht da nochmal drüber nachdenken, oder? David, wo bist du? Ach, da. Ja, dachte ich nämlich auch, ob es das gleiche Publikum ist. Ja, das ist... Tatsächlich passt das ganz gut zusammen, ja. Naja, wobei, weiß nicht, also wir reden über, bin jetzt auch gerade ein bisschen überfragt. Ja? Ja. Ja, vielleicht, weiß nicht, Atmos, das warst du, ne? Würdest du den auch, oder wolltest du, du kennst das doch schon hier. Ja, weil dann haben wir das Problem nämlich auch schon gelöst eigentlich. So. Oder machen wir dann erst Webplayer und dann Templates. Wo wolltest du denn dabei sein? Ja.
Ja, seht ihr keine nennenswerten Kollisionen mehr so? Ganz viele? Ja, gut, das ist jetzt schwierig, ne? Dann ist das jetzt so. Also dann guten Hunger. Versucht mal, wir hatten immer eine super lange Warteschlange, versucht mal so ein bisschen zu optimieren, da mehr so parallel Essen einzusammeln, dass es ein bisschen Zug kriegt, ja? Ich sag nicht Vordrängeln, ich sag Parallelisierung.